B1.3. Unter den Parallelogrammen A in B in C in D in hat das Parallelogramm A0B0C0D0 den minimalen Flächeninhalt. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Parallelogramms A0B0C0D0. Und da haben wir auch ein Teilergebnis dran stehen mit B in C in ist gleich 0,25x² minus 2,25x plus 7. So, zuerst mal überlegen, wie berechnen wir dann überhaupt den Flächeninhalt eines Parallelogramms. Und ja, das findet man natürlich in der Formelsammlung auf der Seite 33. Da heißt es, Flächeninhalt ist a mal h von a. So, die Seite a kann eine beliebige Seite sein und die Höhe heißt einfach die Höhe zur Seite a. Gut, schauen wir mal in unsere Zeichnung rein, wie das bei unseren Parallelogrammen aussieht. Es ist immer erstrebenswert, diese Seite als Grundseite zu wählen, die parallel zu einer Achse liegt. Also gucken wir uns zum Beispiel das Parallelogramm A1B1C1D1 an und dann fällt auf, die Strecke B1C1 liegt parallel zur Y-Achse. Das ist immer vorteilhaft, weil dann können wir Streckenlängen einfach mit Hilfe der Punktkoordinaten berechnen. Ansonsten müssten wir über Vektoren und mit dem Satz des Pythagoras dann die Länge berechnen. Das ist ein Stück umständlicher. Und außerdem wissen wir aus dem Teilergebnis hier, dass BNCN auch eine Rolle spielt. Also wir nehmen BNCN als Grundseite. So, jetzt brauchen wir noch die Höhe. Die steht senkrecht drauf. Also zum Beispiel so. Das könnte die Höhe sein. Ja, die Frage ist die auch bekannt? Ja, natürlich schon. Weil wir wissen ja, die x-Koordinate von den dns, also von den Punkten d, soll immer um 3 größer sein als die cns. Das ist genau dieser Abstand hier. Damit ist unsere Höhe 3. Und wir können das in unsere Flächenformel einsetzen. Also ist gleich die Grundseite bncn mal die Höhe. Und das war 3. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Strecke bncn. Die müssen wir jetzt noch extra berechnen. So, wie schaffen wir das? Nochmal in die Zeichnung umgehen. Wenn sie parallel zur y-Achse liegt, können wir es einfach so rechnen. Y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Also der obere Punkt ist bn und der untere Punkt ist cn. So, setzen wir die Koordinaten ein. Y von bn war nichts anderes als die Parabelgleichung, also 0,25x² minus 2x plus 3. So, und jetzt Minus, und jetzt kommt die y-Koordinate von cn, das war die Geradengleichung mit 0,25x minus 4. Und hier an dieser Stelle diese Klammer nicht vergessen, weil sonst wird das Minus nur auf die erste Zahl gehen. Aber wir müssen ja die komplette Geradengleichung abziehen, das heißt Klammern setzen. So. Nächster Schritt ist jetzt die Klammer auflösen. Den Rest schreiben wir einfach ab. So, Minusklammer heißt, wir lassen Minus und Klammer weg und drehen alle Vorzeichen in der Klammer um. Aus plus 0,25 wird also minus 0,25x und aus minus 4 wird plus 4. Und jetzt noch vereinfachen, soweit wie möglich. Ich darf nur die Terme addieren, die gleiche Variable haben. Als x² gibt es hier nicht nochmals, deswegen darf ich das nicht zusammenzählen. Aber hier habe ich minus 2x und hier habe ich minus 0,25x. Das ist die gleiche Variable, also darf die zwei zusammenzählen zu minus 2,25x. Und dann habe ich noch 3 plus 4 und das sind 7. So, vergleiche ich mit meinem Teilergebnis und sehe, passt wunderbar. So, jetzt muss ich natürlich nur den Flächeninhalt bestimmen. Das heißt, ich setze jetzt einfach für BNCN hier diese Formel ein. Und auch hier gilt, Klammer nicht vergessen, weil sonst wird hier nur gerechnet 7 mal 3. Und wäre ja falsch.
Also das Komplette muss ja mal 3 gerechnet werden. So, jetzt die Klammer wieder auflösen. Das heißt, Faktor neben der Klammer mal die erste Zahl, Faktor mal die zweite Zahl und Faktor mal die dritte Zahl. 3 mal 0,25x² sind also 0,75x². 3 mal minus 2,25 sind auf jeden Fall minus, weil plus mal minus ist minus. Und 3 mal 2,25 sind 6,75. Und 3 mal 7 sind 21, also noch plus 21. Wunderbar, damit haben wir die Flächenformel, aber wir sind noch nicht mit der Aufgabe fertig. Weil jetzt hier heißt es, berechnen Sie den Flächeninhalt des Parallelogramms A0, B0, C0, D0. Das ist das mit dem, wo steht, minimaler Flächeninhalt. Also wir müssen noch das Minimum berechnen. Wer einen geeigneten Taschenrechner hat, der kann das jetzt sehr schön machen. Der gibt einfach diese Gleichung hier bei y ist gleich ein und geht dann auf Kalk Minimum und dann spuckt er gleich die entsprechenden Werte aus. Wir gehen jetzt einen anderen Weg, nämlich über den Scheitelpunkt. Ja, ein Minimum oder Maximum bei einer quadratischen Gleichung, das haben wir hier vorliegen, ist im Prinzip das gleiche wie der Scheitelpunkt. Und da gibt es dann in unserer Formelsammlung die geeignete Formel, um diesen Scheitelpunkt gleich berechnen zu können. Die findet man auf Seite 13 und die heißt b durch 2a für die x-Koordinate, also xs, und für ys finden wir c minus b² durch 4a. So, jetzt muss man nur noch rausfinden, was ist a, b und was ist c. Dafür fahre ich das jetzt noch schnell ein bisschen runter, damit ich noch ein bisschen Platz habe. So, da muss man sich jetzt einfach nochmal diese quadratische Gleichung angucken und sich überlegen, aha, die hat ja folgende Form, ax² plus b, oh, hier habe ich sogar ein x vergessen, bx plus c, und muss das jetzt einfach nur noch übertragen. Das a ist also der Faktor vor x², das b ist der Faktor vor x, das Minus gehört dazu, und das c ist die Zahl ohne x. So, und die setze ich jetzt einfach hier in diese Scheitelpunktformel ein. Dann folgt daraus also minus und jetzt b mit minus 6,75 geteilt durch 2 mal a, also 2 mal 0,75. Und für die y-Koordinate folgt 21 minus, und jetzt haben wir oben, minus 6,75 zum Quadrat. Auch hier wieder nicht die Klammer vergessen, sonst geht dieses Quadrat nur auf die 6,75 und lässt das Minus unberührt, aber das muss mitquadriert werden, geteilt durch 4 mal 0,75. So, und jetzt geben wir einfach diesen ersten Teil in den Taschenrechner ein und der gibt uns dann einen Wert von 4,5 aus. Und den zweiten Teil eingeben, dann kriegt man einen Wert von 5,81. Und jetzt müssen wir es nur noch einmal umschreiben, damit wir auch wissen, das ist der Flächeninhalt für jedes x. Dafür schreiben wir einfach t min ist gleich, und jetzt kommt der y-Wert, also 5,81 für x gleich 4,5. Also, das Parallelogramm A0, B0, C0, D0 mit dem geringsten Flächeninhalt hat eine Fläche von 4,81 Flächeneinheiten. Ja, und damit sind wir jetzt fertig.